Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drug Dealer Simulator 2. Ja, heute geht es natürlich weiter. Mal kurz mal das Geld überprüfen. Ja. Warum habe ich hier lauter... Okay, lauter Geld drin? Ja, nee, was mir gerade aufgefallen ist, hä? 1, 2, 3. Ach so, stimmt ja. Wir wollten ja neue Leute anwerben, ne? Dann gehen wir mal los und schauen uns mal ein bisschen um. Entschuldigung, einen wunderschönen guten Morgen. ich mute mich mal und das rumrenne und die Suche und abgeben. Werde ich im Vorspulgang machen, ne? Also hören wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin mit Anwärmen. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. So, gut, da sind wir wieder. Ich verstehe das hier nicht mit den Typen, der doch an die Leute hier verticken soll. Mache ich hier irgendwas falsch? Verkaufsdealer an der Stelle platzieren. Ah. Lesehinweis, Arbeitsstation für Mitarbeiter. Ja. Er ist ja hier zugewiesen. Oh, ich habe noch was vergessen, ne? Einen kleinen Moment kurz. So, schon wieder da. Ich verstehe nicht so ganz, wie das hier gemeint ist. Verkaufen die automatisch? Keine Ahnung. Also ich habe ihm Sachen gegeben, aber er scheint die nicht zu verkaufen. Verstehe ich nicht. Und ich habe ihm Kunden zugewiesen, aber wenn ich dem was geben will, dann geht die Reputation runter. Versteht ihr, was ich meine? Den hier kann ich geben. Alles.
verstehe es nicht so ernst. Da. Minus 3 Ansehen für Late Response. Dann ist er hier drinne. Wow. Ich verstehe es nicht so. Warum macht der Typ nichts? Versteht ihr das? Also... Schon ein bisschen komisch. Ich mache, produziere und wie sich was alles, verkaufe. Ich bin der Einzige, der hier überhaupt Geld macht. Da unten steht schon B, also... Bargeld. So, how's it going? Was habe ich auch schon hinzugefügt? Also, ich sollte auch mal gucken, ne, was die alles haben wollen. 2x4 mal Johanna. 2x4 mal Johanna. 1x6 und 1x3. 1x6 und 1x3. Ist alles mal Johanna, ne? Und noch einer, der was haben will. 2x Johanna. Ja, dann machen wir noch 1x2 mal Johanna. Also von mal Johanna habe ich, wie es irgendwie viel. Passt überhaupt die Musik? Ich bin mir nicht sicher. Denen was sie geben, aber bei ihm scheint nicht weniger zu werden. Ist ein bisschen komisch. Ich verstehe das ganze Konzept noch nicht so ganz. Und von den Typen auch nicht so. Also mache ich jetzt mit euch zusammen mal hier ein bisschen Handel. Autsch. Ich wollte schnell runter. Deswegen. Autsch. Mein Gott, das ist ein Weichwurst. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ah, hier ist er, Typ. Delivery, ja. Great. Du wolltest die 4 Gramm haben, bitteschön. Was? Person von Interesse. 15 Minuten? Was? Wo? Wie jetzt? Person von Interesse. Oh oh. Krieg jetzt Ärger. Hey, Boss. I'm here. Ja, was ist? Du hast nix. Du hast mir nichts gegeben. Also, was willst du von mir? Da unten steht irgendwas mit Geld. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Halten Space? Nö, bringt mir nichts. Warte mal. Oder hat jemand anders hier? Nee, ne? Ich verstehe das irgendwie nicht. Person von Interesse. Ich bin eine Person von Interesse. Mhm. Ja, was seid ihr denn? Bobs, die was von mir wollen und ich nichts geben kann. Das bin ich. So. Ach ja. Der Typ hier, wa? Buenos dias, amigo. Buenos dias, amigo. Buenos dias, amigas. Buenos dias, amigas. Bitteschön. So, wieso steht da oben jetzt von Interesse? Ist das jetzt gefährlich für mich? Ich bin mir nicht sicher. Also da unten seht ihr selber, da steht irgendwas mit Geld, ne? Und ich komme da nicht ran. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Gibt's hier auch einen Schuh? Gibt's auch einen Schuh? Das Maneto. Huch. Also ich kann ja auch jemanden zuweisen. Ich habe aber niemanden. Wow. Da kann ich jemanden zuweisen. Also einer fehlt noch hier auf der kleinen Insel. So, was ist denn jetzt los hier?
Also wenn ich die hier zuweisen will, also ne, angeben will, dann kriege ich Minus. Ich verstehe es nicht. Und die ich eingestellt habe, die Dealer, die sollten eigentlich verteilen, aber die machen nichts. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie noch Fehler im Spiel sind. Oder ich bin einfach zu lost. Ich weiß es nicht. Also er hat alles, was er braucht zum Dealen. Und sie auch. Sie hat auch alles. Um zu dealen. Aber die macht nichts. Oh. Okay, die machen doch was. Dankeschön. Die machen doch was. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Es dauert nur. So, Kunde. Du bist neuer Kunde. Oh, sorry. Ups, didn't see you there. Sorry. Okay. Nimm mit halt deinen Mund. Later. So. What took you so long? Ja, die will mit Meth. Ich hab kein Meth. Tut mir leid. Ich hab kein Meth. Da winkt noch jemand. Was für sie? Good. About Ampf. Time. Ich hab jetzt keinen Ampf dabei. Tut mir leid. Da kann ich nichts machen. Außer ignorieren, weitergehen und ja. Also Meth kann ich nicht weitergeben, Ampf auch nicht. Sie ist beschäftigt. Er will auch was. Was will er? Na, komm her. Auch Ampf. Ich habe jetzt keinen Ampf am Start. Sorry, aber so funktioniert das alles nicht. Meld dich doch mal per Telefon. Okay, nicht so viel Ausdauer ausgeben. Ich muss da hoch. Sie winkt hier auch fröhlich. Beautiful day, huh? Marjohanna. Na, du bist ja witzig. Ich bin gerade am Marjohanna abliefern. Ah, there you are. Nee, du bist ein neuer Kunde. Du bist kein bestehender Kunde. Good to see you, amigo. You got it? Also, ich würde denen gerne was genial, geben, amigo. Aber... See you later. So funktioniert das Ganze nicht. Immer noch grün? Also, gibt's hier noch jemanden? Nein. Der Grüne ist weg. Also die immer einen zuwinken, das sind halt die Leute, die nicht per Handy, ne, sich melden, sondern die einfach so auf der Straße winken. Wow. Person von Interesse, was bedeutet das? Kann mir das mal jemand erklären? Produktionskette. Ist. Ach hier. Ach, da wird erklärt. Amphetamin. Thermische Behandlung. Einweichen. Oh. Da funktioniert das. Amphetamin, die ich auch selber herstellen kann. Oh, da. Das wird eine Herausforderung. Um das zu meistern. Das wird wieder geil. Also Ampf können wir selber herstellen. Wir haben Rezepte. Sehr schön. So, den letzten Kunde. Wo ist der? Weiter hinter. Er ist hier kein Kunde, ne? Nö, der sitzt bloß so da mit seinen gespreizten, ekelhaften Beinen. Ich muss auch aufpassen, ne? Wegen diese Räuber, Banditos. Da ist er einer. Na du? Alright. Ja. Viel Spaß. Ist das hier was? Sorry fürs Ohrbrumm. Aber ich muss öfters mal gucken. Ah, hier kann man auch. Gebäude kann man hier nicht. Wir brauchen sowieso mehrere Gebäude. Und ich muss mal Geld auf die Bank bringen. Pfandhaus. Ist ja gleich hier in der Nähe. Ja, ab zum Pfandhaus. Ich bring mal Geld drauf. Ah, der schon wieder. Okay, Kumpel. Was willst du, hm? Was willst du machen? Hä?
Was willst du machen? Was willst du machen? Wo bist du? Du Saftsack. Hasse dich. Gib mir nur auf den Sack. Sorry, aber das musste sein. Ach, da sind da noch mehr. Oh. Das ist nicht gut. Ich hoffe, die lassen mich hier an der Seite durch. Da werden immer mehr, ne? Von denen. Habe ich das Gefühl? Mich sieht hier keiner. Oh, was ist das da hinten? Irgend so ein Laden, was keiner kennt. Okay. Hi, Kumpel. Ich will nur Geld raufbringen. Einen kleinen Moment. Ich bin gleich weg. Ja, ich muss alles raufknallen. Aber ich kann zum Beispiel das wieder nehmen. Gut. Wir müssen das Ding hier voll kriegen. Ich weiß nicht warum, aber das wäre cool. So. Einer ist schon leicht, ne? Zu besiegen. Aber wenn mehrere... Oh, warte mal. Gibt's hier einen Bus? Nee, einen Bus gibt's hier nicht. Also wenn drei auf dem Haufen stehen, dann bin ich am Arsch. Einen kriege ich niedergemetzelt. Aber zwei bis drei ist zu viel. So, liegt er hier immer noch? Nö, der wurde respawned. Sehr schön. Beweise vernichtet. Hm? Hallo amigo. Ja, was ist denn? Ampf. Jetzt holen sie alle Ampf. Die ampfen jetzt hier rum. Krass. Hauptquest sollte ich auch mal fortsetzen. Aber hier steht noch, verbessere dein Team. Wie soll ich mein Team verbessern? Ich habe davon keine Ahnung. Wie verbessert man sein Team? Ah, da steht ja auch schon wieder jemand. Ah, ist auch schon abends, ne? Da stehen sie alle rum und bewachen. Krass. Wollen sie alle Geld von mir? Können sie aber knicken. Ich hol mir das Geld von denen. Ich hol mir das Geld von denen. Die von Kunden klauen. Immer dasselbe hier. Einen kurzen Moment. Ich bin gleich soweit. So. Schade, dass ich hier vorne nicht irgendwie so eine Hütte nehmen kann, ne? Ist ein bisschen schade. Aber ich sollte sowieso alle Hütten aufkaufen. Ach, warte mal. Apropos Hütte. Müssen wir zu unserer ersten Hütte gehen. Einen kleinen Moment. Weil da gibt's, Hopsa ihre Position ändern. Hopsa ihre Position ändern. Die war vorhin hier und jetzt ist er da drüben. Wie geil ist das denn? Hast du dann genug vorhanden? Ja, die hat genug vorhanden. Krass. Die hat mehr als genug, genauso wie der andere Dude. Die haben alle mehr als genug. Habe ich Ampf dabei, weißt du, dann ist Kacke am Dampfen. So, ja, ich sollte vielleicht mal diesen Ampf selber produzieren. Hier wächst irgendwie nicht so schnell nach alles, ne? Ach nee, ich habe ja gerade erst aufgehangen, stimmt ja. Die trocknen ja alle. Ach, die sind schon fertig. Was? 45 Substanz. Oh, danke schön. Sehr schön. Sehr aufmerksam. Da ist aber immer noch was drin. Also sieht zumindest so aus, ne? Es sei da noch was drin. Aber, oder habe ich zu wenig Platz hier? Ach, egal. So. Ich wollte ja was kaufen. Und zwar dieses Ding hier. Ich weiß ja nicht, ob sie überhaupt da was hinplatzieren. So, was mich noch interessiert. Wie kann ich hier... Muss ich so einen Kommodeschrank aufstellen, dass ich dann das Kleider... dass ich den Lagerbestand erhöhen kann. Oder so. Schreibtisch. Ablagefläche. Upgrade-Option erhältlich. Industrielle Tafel.
hab doch bestimmt selber was hier. Ich hab noch zwei davon. Oh. Wie kann ich hier Dings erhöhen? Metallkasten bietet Speicherplatz für Gegenstände. Und das hier? Basissammlung. Achso. Soll ich vielleicht mal einen Metallkasten aufstellen, ne? Dass man mehr Platz hat. So. Da müsste doch mehr reinpassen. Mehr Zeug, meine ich. Ist hier nichts mehr? Cannabis Indica. Rezept für Favoriten hinzufügen. Wüsste nicht für was und wozu. So, wer will denn da jetzt schon wieder was? Achso, Ampf und Ampf. Die anderen, wenn ich die annehme, dann sind sie sauer. Also geht Ruf runter. Ah, Kriminalität steigt. So, bei der kleinen Insel brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Außer Ampf mal selber herstellen. Das Ganze gucke ich mir mal an. Ich bin gespannt. Erstmal zurück, ne? Also ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Ich muss erstmal zurück, um zu gucken, wie teuer was ist. Also sie ist glücklich. Freut mich. Sie raucht selber. Tolle Dealerin. Sie selber will nur das Zeug haben, ne? Zum Verticken. Und selber von uns will sie nix. Ah. Ich fand das irgendwie beim ersten Teil besser, alles über dem Laptop zu machen. Übersichtlicher. Bei dem ersten Teil habe ich nämlich alle Gebiete erobert zum Schluss, also offscreen, und es war nur noch Geldscheffelei. Das ganze Zeug ansammeln war nur noch Geldscheffelei. So. Was? Du hast für mich nichts. Schäm dich. Schäm dich. Ganz ehrlich. Schäm dich. Wenn ich was annehme, dann geht die Reputation runter und ich verstehe es nicht so ernst. So, hoch da. Sehr schön. So, dann schlafen wir wieder bei Markus, ne? Und dann schaue ich mal das Rezept an für Ampf. Weil bei ihm zu kaufen ist ein bisschen teuer. Finde ich. Zumindest. Finde ich zumindest. Jetzt wäre was ein... Oh, der... Da ist wieder was drin. Oh, ja, danke schön. Mal direkt wieder einmal anschmeißen. Mehrmals geht leider nicht. Er hat kaum Platz. 70. Oh, danke schön. Ja, sehr schön. Hier auch. Oh, sehr schön. Also wir haben 18 Gramm Ampf. So. Jetzt gucken wir uns mal das Rezeptos an. Wo ist das Rezeptos? Hier. Produktion, also Ampf. Einweichen. Mit Ofen. Also da brauchen wir einen Küchenherd mit Backofen. Kleiner Gärbettich. Hausgemachte Einweichbottich. Okay. Das, was man braucht. Zum Einweichen. Achso, kann ich auch suchen. Der Küchenherd, ne? Zum Einweichen. Thermische Behandlung. Mit Kälte, auch Ofen. Sehr schön. So, Extraktion. Chemietafel.
Okay, man braucht eine Chemietafel, Backofen. Mehr nicht. Aber wo ist das Rezept? Das richtige Rezept, was man dafür braucht? Hä? Thermische Behandlung mit Kälte? Also man braucht erstmal die Extraktion mit Phenylethylamin aus Kakao oder Schokolade. Achso. Einweichen von Blabla mit Säure und Ethanol. Ach, da steht's da drauf. Verarbeitung von Amphetamin, Salze mit Wärme. Oh. Also man braucht Chemietafel zuerst. Ist egal welches, oder brauche ich alle Sachen, die hier sind? Nee, ne? Nur eins davon. Okay. Also Ofen und Chemietafel. Wo konnte man hier Möbel kaufen? War das hier? Nee, ne? Nee, muss man in Hütte machen. Ah, schade. Er hat hier einen Ofen. Warum darf ich deinen Ofen nicht benutzen? Du Hundekuchen. Ah, oh, look who's here. Ja, schenken bis später. Wann bist du wieder aufgestockt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, wie kleine Kinder. Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Na, Amphetamin mal anfangen, selber herzustellen. In der Hoffnung, es funktioniert. Was? Alle sauer oder was? Nein. Ich denke mal, ich kann die Leute trotzdem annehmen, ne? Um mehr Geld zu machen, meine ich. Oh, meine Güte. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange die Aufnahme jetzt geht. Da ist ein Vorspul-Dings mit drin. Bei mir steht nämlich schon dreiviertel Stunde, fast eine Stunde. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist hoffentlich in Ordnung, wenn die Folge länger geht. Ich muss halt mal zur Hütte gehen und versuchen, das selber herzustellen. Was? Versteckrechnung bezahlt. Bei uns? Also hier? Ich muss mal kurz gucken. Versteckrechnung bezahlt. Kleines Geldschrank. Hier ist nichts. Muss ich noch zuweisen? Nö. Hä? Wo bezahlt? Bestimmt in der Hütte. Da müssen wir eh hin. Bevor ich noch weiter Handel mache, betreibe, muss ich mir erstmal eine Übersicht über Amph machen. Weil wir brauchen hier offensichtlich auch Amph. Gleich wird's wieder Aua. Weichwurscht, seid doch. Okay, dann gehen wir mal kurz ouch, zu den Typen hier um eine Ecke. Der ist ja gleich hier. So, wo ist er? Ach, da hinten. Was? Hey, hier. Ja, was ist los? Du hast nix. Du pfeifst hier umsonst. Du habe nix. Pfeift mich hier an, das darf doch nicht wahr sein. So, müssen wir lang. Andersrum. Hier. Ab zur Hütte. Also zu unserer Hütte. Wir haben ja ein bisschen Geld eingezahlt. Ich schau mal, was für Chemiekram wir brauchen. Also in der Hütte kann man einen Ofen bauen. Ja, ist kein Ding. Und dieses Chemie-Dingsbums. Dafür brauchen wir einen freien Tisch. Und mehr Platz. Sehr schön. Bam, 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 bam. Sie hat doch nichts wieder, oder? Hat die noch was? Nö.
die hat recht wenig, also gar nichts. Also kommt das automatisch mit dem Geld. Sehr schön. So, ab in unsere Ecke. Versteckte Ecke. So, Ofen. Wir brauchen in erster Linie erstmal diesen teuren Superofen. Der ist ja recht klein. Das ist gut. Klein, aber fein. Wir sollten den vielleicht hier aufstellen. So, und dann war noch... Ach ja, aus dem Chemielabor, richtig? Habe ich das bei? Labortablett habe ich. Ich schau mal. Also, ja, Chemietafel, Laborzentrifuge, Laborkreisschüttler. Chemietafel haben wir jetzt nicht bei, ne? Chemietafel, ne, wir haben bloß Labortablett. Chemietafel haben wir nicht. Ah. Chemietafel kann ich hier drüber auch nicht kaufen. Regal, kleines Bargeld. Nee. Ich habe hier bloß Tablett. Mittlerer Behälter. Den ich nicht öffnen kann. Aus irgendeinem Grund. Hier haben wir das. Was ist das hier überhaupt? Dye-Tafel. Dye-Tafel bringt mir nichts. Nee. Ampffläschchen. Aha. Okay, wir müssen noch, also ich muss noch Dings holen, Chemietafel kaufen. Chemietafel kaufen. Mein Gott, Leute, ihr wollt alle Ampf, aber ich hab nichts. Ich hab kein Ampf. Kann ich hier noch welche zuweisen? Oder wird das zu viel? Verkauf um 12% verringert. Es gibt zu viele Günstlinge. Ah, okay. Okay. Günstlinge. Mhm. Ich verstehe. So, ab zum Labor. Wo war der nochmal? Hier oben? Cannabis und Gerätschaften. Pfandhaus. Minimarkt. Achso. Tanklager. Brisa, Möbelgeschäft, Secondhand-Geschäft, Mechaniker, Cannabis und Gerätschaften. Ich glaube, da oben muss ich hin. Dann gehen wir zum Bushaltestelle. Der hier oben ist. Ich bin falsch gelaufen. Toll. Oh, ich bin so ein Lack. Kerl. Oh, der ist aber auch schnell verschnauft, ne? Der ist sehr schnell verschnauft. Ich hätte meinen Geldtresor reinschauen sollten. Ah, egal. Oh. Oh. Ich fühle mit dir, Brudi. So, ab zur Schnellreise nach oben. So. Und danach wieder zurück. Und. Ach. Wir waren noch gerade an der Bushaltestelle. Warum laufe ich zurück? Ich Trottel. Egal. Wir beenden bald die Aufnahme. Aber erstmal will ich wissen, wie das funktioniert. Kannst Landfahrzeuge verwenden, um schnell herum zwischen Verstecke? Ja, 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 ja. Immer diese Tipps, ne? Die sind ja schön und gut, aber auf Dauer sind sie nervig. Auf Dauer sind sie echt nervig. Ivan, ich habe gerade gar keine Zeit für dich. Was willst du? Marihuana. Ja, später. Wir Marihuana später rum. So, ich brauche ein paar Laborausrüstungen. Hallo, Kumpel. Oh, hello there. Ich möchte was kaufen und zwar bestimmt das, was du nicht hast. Habe ich recht? Elektrischer Druck. Dingsbums.
Ich suche was anderes. Labor, Mörser. Ah, jetzt muss ich nochmal gucken, was das war. Chemietafel, Laborzentrifuge und so weiter. Come back. Welcome back. Need anything? Hat der überhaupt Lambo? Elektrischer Druckkocher, kleiner Gelbbottich. Der hat keine Laborausrüstung. Großer Behälter. Gesamtspeicherkapazität für Substanzen. Ja. And that's it? Well, pity. Welcome back. Goodbye. Need anything? Okay, von dir möchte ich gerne alles haben. Genau das. Ach du Scheiße, bist du teuer. Er hat aber nichts, was man braucht. Goodbye, friend. Der hat bloß die Samen. Come back soon. Ah, der hat keine Laborausrüstung. Das ist schlecht. Mechaniker. Also, wenn ich Laborausrüstung haben möchte, muss ich die Story fortsetzen, ne? Ja, toll. Ich muss die Story fortsetzen. Das machen wir am besten morgen. Heute dauert die Aufnahme schon viel zu lange. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Es nagt an der Zeit her, ne? Also. Aber was soll's. Dann ist es halt so. Also ich konnte nichts finden, was ich gebrauchen könnte. Konnte nichts machen. Ja, dann sage ich mal an der Stelle sorry. Morgen machen wir dann halt den Hauptmission weiter. Hauptquest. Erstmal zu unserer Hütte und speichern. Kleinen Moment, ich gieße mir gerade Kaffee ein. Ganz ruhig. Wir kommen früh genug hin. Ah, wir haben wieder Bargeld. Ich guck mal kurz bei Leanzo, ob er irgendwas braucht. Hallöchen. Na, Leanzo? Well, what do you need? Okay, geldtechnisch hat er erstmal gar nichts zur Verfügung. Ich habe ein Paket für dich. Nee, ganz schlecht. Marihuana habe ich leider nicht dabei. Aber, ja, ne, ihr seht ja selber auf der Karte, wie viel wir erreichen müssen. Das bedeutet, die Hauptquest wird morgen fortgesetzt. Ne? Hier, Reise zu Petrus Haus. Zu Fuß würde ich nicht empfehlen, dahin zu gehen. Wir werden mit dem Boot rüberfahren. Also von unserer Basis. Neue Questen gibt es auch nicht. Warte mal. Schulde. Achso, das. Ja. Schlafen können wir jetzt nicht. Ist zu früh. Und dann sage ich mal an der Stelle, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns dann morgen wieder ab 8 Uhr auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Morgen geht's dann weiter mit der Hauptquest. Tschüss.